So, wir starten nochmal eine kurze Erklärung wieder zu dem heutigen Update. Das Spiel bleibt immer das gleiche. Inwieweit verstehe ich etwas? Inwieweit verstehe ich die Worte, die ich mir selber denke? Dazu übertrage ich jetzt gleich einmal den Bildschirm. Und dann schauen wir uns das heutige Update an. Das ist das Update Rauchmelder. Ich nehme jetzt Bezug hier auf dieses Video von Bild TV. Das will ich ja gar nicht groß laufen lassen, da könnt ihr euch selber reinhören. Ihr Geistesfunken. Wichtig ist immer wieder die Wörter selber. Und wieso ich dieses Update jetzt, diese Erweiterung mache, geht es um diesen Zusatz der kybernetischen Schleife, den ich hier unten erwähne. Wir lesen uns das ganz kurz einmal ein. Die Politik macht das, was die geistlose Mehrheitsstimmung will. Und diese geistlose Mehrheitsstimmung, das ist ein Begriff, der fällt jetzt dann gleich am Anfang von diesem Video, will das, was ihr von den Medien suggeriert wird. Das heißt, was wird der Masse suggeriert von den Medien? Es ist eine geistlose kybernetische Schleife. Denk an das Heizkörperbeispiel. Wer bestimmt, Bündchen, 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 dass die Menschenaffen, die du dir jetzt ausdenkst, dieses oder jenes geistlos nachäffen und glauben, das heißt mit ihrem Glauben verwirklichen. Letztendlich die Informationsquelle, die nachgeäfft wird. Und jetzt ist es wichtig, dass hier kein Unterschied ist in Bezug auf Corona, ob du ein Corona-Leugner bist oder ein Corona-Befürworter bist. Auch du äffst geistlos irgendeine angelesene Meinung nach. Das ist das Erste, wenn du geistfrei werden willst und du bist Geist, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Ist eine Grundvoraussetzung, dass du dir eigene Gedanken machst, dass du dich fragst, was denke ich jetzt, warum denke ich das, wieso glaube ich das und kann ich das beschwören? Das sind die Punkte, die du dir jedes Mal stellen solltest. Wieso denke ich das jetzt? Ist es aus mir gekommen, dieser Gedanke, ganz allein aus mir, plötzlich in mir aufgetaucht, oder äff ich irgendetwas, was ich vom Hörensagen kenne, das heißt, was ich entweder in Medien und Börsen, auf dem Internet, auf einer Zeitungsseite in Form von Worten oder in Form von Geräuschen, sind auch Worte von Videos oder anderen Affen als Affe unter Affen gehört habe. Kann ich das beschwören? Kann ich beschwören, dass die Erde eine Kugel ist, die sich um die Sonne herumdreht, oder hat man mir das nur erzählt? Und jetzt kannst du in deinen geistigen Archiven einfach zurückgehen. Und wenn man dir erzählt, dass die Welt eine Scheibe ist, dann ist es für dich eine Scheibe. Du denkst dir Scheibe aus. Und wenn man dir erzählt, die Welt ist eine Kugel, dann denkst du dir Kugel aus. Es geht hier nicht um richtig und verkehrt, sondern bei Holofilien geht es um das, was jetzt ist. Und wir gehen jetzt das ganz kurz durch. Zuerst diese kleinen Aussagen. Ich lasse ihn doch einmal schnell laufen. Ausnahmezustand beendet. We call off the apocalypse. Wir beenden die Apokalypse. Jetzt ist das schon mal das Problem mit Apokalypse. Das wird normal übersetzt mit Weltuntergang. Apokalypse heißt schlichtweg Enthüllung. Auf die Vorsilbe End sind wir tausendmal eingegangen. Das heißt, du fängst an, als träumender Geist dich zu enthüllen, indem du begreifst, dass du alles, was du um dich herum in Raum und Zeit verstreust, eine Illusion ist, die sich in dir selbst, in diesem Zentrum befindet. Das ist dein ganz persönlicher Mittelpunkt. Das ist das Kopfkino. Es gibt kein außerhalb deines Kopfkinos. Das bedeutet das Wort Apokalypse. Da geht übrigens diese Apokalypse, wenn man das griechische Original richtig übersetzt, genauestens darauf ein in metaphorischen Bildern. Und beginnen wieder mit einem normalen Ja, aber Leben, ihr verkennt die Eigenverantwortung. Mehrheitsstimmung im Land. Die Politik macht das ja deswegen, weil sie weiß, dass die Mehrheitsstimmung freiheitskritisch ist. Weil sie glaubt. Jetzt ist es das große Problem der Politik mit der Mehrheitsstimmung. Politik, erkläre ich immer wieder, geht es nur um die Partei, und die Partei bleibt an der Macht, wenn sie von möglichst vielen Wählern in einer Scheindemokratie gewählt wird. Das heißt, es ist ein Fähnchen im Wind. Mehr oder weniger lenkt irgendwann irgendjemand darauf ein, wenn er an der Macht bleiben will, was die Mehrheitsstimmung ist. Diese Mehrheitsstimmung wiederum der Massen. Und immer daran denkt, breit ist der Weg der Masse. Masse ist geistlose Materie, das ist Gehirnmasse. Es ist wie Computerchips, die können nicht selber denken. Sie äffen einfach nur nach. Was sie nachäffen, hängt von ihrem Charakter ab, von dem eingeprägten Wissen, von ihrem Schwamminhalt. Und das ist dann das Fähnchen im Wind. Wenn ich gewählt werden will in einer Scheindemokratie, die zurzeit nicht vorliegt, nicht im geringsten, weil dann müsste ich nämlich andere Meinungen gelten lassen. Ich müsste irgendwann einmal registrieren, wenn irgendwie die Meinung umkippt, dass an meiner Meinung, wenn die an Gewicht verliert, dass da irgendwas verkehrt ist. Dass es verkehrt ist, natürlich wieder
denk an richtig und verkehrt. Dass hier nur die Balance hin und her schwingt, Evolution, Revolution, Evolution, Revolution. Die heilige Mitte interessiert keinen Menschen. Und jetzt ist es, dass diese Mehrheitsmeinung ist letztendlich etwas Gemachtes, aber nicht von irgendwelchen Menschen da außen. Und jetzt gehe ich ganz, ganz kurz zuerst auf das Heizkörperbeispiel ein. Das ist eine kybernetische Schleife. Was bedeutet eine kybernetische Schleife? Da muss man zuerst wissen, es gibt eine positive und eine negative Rückkopplung. Deine Welt zurzeit ist eine negative Rückkopplung, die das System versucht, stabil zu halten. Ich habe das zigfach erklärt, ich wiederhole das nochmal in einer Kurzform. Wir denken uns jetzt einmal zuerst einen abgeschlossenen Raum. Dieser abgeschlossene Raum ist jetzt einfach mal der Kopf des träumenden Geistes. Das ist wie in einem gewissen Maß ein Zimmer. Und wir sagen, da gibt es einen außerhalb von dem Zimmer, was natürlich hier in der Wirklichkeit in der Metapher nicht stimmt, aber geh bitte meinen Gedankengang mit. Wir sagen, du hast ein Zimmer und da ist relativ konstant immer um die 20 Grad Zimmertemperatur. Wir setzen in dieses Zimmer drei Systemparameter, nämlich einmal, der erste Parameter ist der sogenannte Thermostat oder der Regler, der zweite Parameter ist der Heizkörper und der dritte Parameter ist die Raumluft. Und wenn ich dich jetzt frage, was ist dafür verantwortlich, dass in diesem Zimmer plus minus 1 Grad immer genau 20 Grad sich befinden, unabhängig wie die Außentemperatur ist, jetzt im Winter meinetwegen, wenn das schwankt, dann wird jeder normale Mensch, wenn du den fragst, eigentlich sofort sagen, der Regler, der Thermostat. Genau. Und ich sage, das ist zwar unheimlich logisch, aber nicht besonders geistreich, weil du hast es hier mit einer kybernetischen Schleife zu tun. Wir gehen das einmal im Gedanken durch. Es ist hundertprozentig sicher, dass wenn dieser Thermostat bzw. der Regler sich öffnet und Warmwasser in den Heizkörper reinfließt, dann wird der Heizkörper warm. Wenn der Regler zumacht, den Fluss des warmen Wassers absperrt, wird der Heizkörper kalt. Das heißt, der Heizkörper ist ein Sklave des Reglers. Er wird nämlich exakt das tun, was der Regler, der Thermostat bestimmt. Lässt der Warmwasser durch, wird dieser Heizkörper warm, ob er will oder nicht. Und wenn das Warmwasser wieder abgeschaltet wird, dann wird der Heizkörper auch kalt. Gut, jetzt kommen wir zu dem Heizkörper. Du wirst feststellen, die Raumluft ist ein Sklave des Heizkörpers. Wenn nämlich dieser Heizkörper heiß wird, wird, ob es will oder nicht, die Raumluft wird dann auch warm. Und wenn der Heizkörper kalt wird, wird auch die Raumluft kalt. Das heißt, die Raumluft ist ein Sklave des Heizkörpers. Aber jetzt kommt die kybernetische Schleife. Der Thermostat, sprich der Regler, ist ein Sklave der Raumluft. Ja. Wenn nämlich die Raumluft kalt wird, wird aber an einem gewissen Punkt, ob will oder nicht, wird der Regler Warmwasser an einschalten. Und umgekehrt, wenn die Raumluft steigt, bis zu einem gewissen Punkt, schaltet dieser Regler, aber will oder nicht, das Warmwasser wieder ab. Genau. Und jetzt wirst du feststellen, die Katze beißt dich in den Schwanz. Ja. Die Frage, wer ist dafür verantwortlich, dass die Raumluft immer plus minus 1% bei 20 Grad bleibt, vorschnell zu sagen, das ist der Thermostat, ist eine kurzsichtige Sichtweise. Genau. Ich erwähne jetzt nur, ohne darauf einzugehen, das ist eine negative Rückkopplung, es gibt auch eine positive Rückkopplung, dann schwingt sich das ins Unendliche hoch, aber die lassen wir mal weg. Es ist definitiv so, dass die Steuereinheit selber die Frage, wer richtig wäre, denkt sich dieses System, diese Schleife aus. Genau. Und jetzt setzt du dasselbe. Du hast geistlos nachäffende Wähler, die in Maßsetzung ihres Charakters als Trockennasenaffen, sterbliche Säugetiere bei eigener Definition, die in dem Wahn leben, Geister, die in dem Wahn leben, ich drücke mich einmal so aus, dass sie sich mit einem tierischen Körper verwechseln. Sprich, das erste Gebot meiner 10 Gebote brechen. Mach dir kein Bild von dir selbst, wenn du Geist bist. Alles, was du denkst, sind Facetten deines heiligen Körpers, der immer heilig bleibt, egal was du denkst. Meine Wohnung wird nicht zerstört, gleichgültig, ob ich jetzt an das Schlafzimmer, an die Küche, ans Badezimmer oder ans Klo denke. Meine Wohnung wird auch nicht zerstört, wenn ich jetzt bloß an den Herd in der Küche denke. Die Wohnung bleibt immer dieselbe Wohnung und du bist immer derselbe Geist, egal welchen Körper du dir jetzt ausdenkst. Das geht sogar so weit, dass definitiv nicht einmal ein Unterschied ist, ob du jetzt an einen eigenen Körper oder an einen anderen Körper denkst. Der Unterschied besteht bloß darin, dass du den eigenen Körper sinnlich wahrnehmen kannst, als sinnlich wahrgenommene Information, und andere Körper, die kannst du auch sinnlich wahrnehmen, aber nur auf der VR-Brille.
Das ist jetzt eine sehr grobe Metapher, aber das trifft es nämlich genau auf den Punkt. Es sind einfach nur ständig wechselnde Gedanken in dem Spiel zwischen sinnlicher, wahrgenommener Information und zwischen rein bewusst gedachter Information. Ja. Es ändert nichts an dem Geist, der ständig seine Information, diese 200 Gramm rote Knete, die ständig ihre Form verändert. Ja. Du bist immer derselbe Geist, egal an was du denkst. Und jetzt ist es hier in der kybernetischen Schleife, dass dieses geistlos nachäffende Volk letztendlich sich auf irgendeine Einseitigkeit fokussiert. Das können wir jetzt zum Beispiel Querdenkerseiten im Internet nennen oder offizielle Meinungsmache. Mhm. Und jetzt stellt man dann in einem gewissen Maß schon fest, solange ich sehr verbunden bin mit dem Trockennasenaffenwissen, dass ich ein sterbliches Säugetier bin und meine Logik mir aufzwingt, wenn mein Körper kaputt geht, dann gibt es mich ja nicht mehr. Habe ich natürlich eine panische Angst vor irgendetwas, was man mir einredet, dass mich das zerstören könnte. Und ich kann dann immer wieder nur sagen, wenn du ein bewusster Geist bist, dann wäre dir schon längst aufgefallen, dass du Geist auch dann etwas wahrnimmst in deinem Kopfkino, wenn du nicht gezielt an deinen jetzigen Körper denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Ja. Jetzt ist also diese Meinungsmache, diese Scheindemokratie, von der alle sprechen, die nur noch Verbote aussprechen. Es geht nur noch um Verbote. Das ist die eigentliche Entheiligung des Systems. Dass die Politik hier in ihrer Mehrheitsstimmung, wie das nennt, sobald die Masse wegkleidet, wenn die nachziehen, du wirst dich wundern, wie sehr deine rechten Parteien plötzlich links waren, wenn sie feststellen, wir erreichen keine Wähler mehr. Ja. Genauso ist es umgekehrt. Das ist immer wieder das Hardcore-Denken. Man muss ja mit an die Macht, dass man was bestimmen kann. Das ist dieses Spiel, eine Rückkopplung, dass denen egal ist, was sie für eine Meinung vertreten, es ist, sie wollen erst einmal gewählt werden. Mhm. Und da muss man feine Nase im Wind haben und dann kommen diese vorschnellen Schlüsse, die man hat. Und du wirst feststellen, das sind alles kybernetische Schleifen, denen du auf den Leim gehst. Du musst dieses System verlassen und dich erheben, dann wirst du zum Bestimmer. Dann ist es nämlich ja so, dass ich aus diesem Denken, aus dieser Logik heraus muss, wie aus einem gewissen Computerprogramm in ein höherwertiges System, dann bin ich nämlich der, der den Regler auf 20 oder 22 oder 18 Grad einstellt. Genau. Innerhalb dieses Systems befindet sich der nicht. Das heißt, der, der bestimmt in Bezug auf diese Politikmetapher, ist weder irgendjemand, irgendein Wähler, noch ein Politiker, noch irgendeine Partei, sondern bestimmen tut letztendlich der, der sich das alles ausdenkt. Der denkt sich nämlich die rechten Parteien genauso aus wie die linken Parteien, aber der wird nochmal sagen, ich bin die Rechte, ich gehöre zu den Rechten oder ich gehöre zu den Linken. Das ist genau. Ja ungefähr so, wie wenn du sagst, ich gehöre zu diesen Gedanken, gehöre ich und zu den anderen Gedanken gehöre ich nicht. Genau. Du gehörst weder zu den einen noch zu den anderen Gedanken. Du bist als Denker der, der sich das alles ausdenkt. Das ist der feine Unterschied. Ja. Da beginnt jetzt Bewusstsein. Darum sage ich, versuche niemals in diesem Spiel irgendwelchen Gedanken, irgendwelchen Menschen das zu erklären. Ich erkläre das nur denen, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt, der sich ein Udo ausdenkt, der sich ein Redo ausdenkt, der sich selbst ausdenkt, jetzt vom Computer sitzend, sinnlich wahrgenommen, wenn du an deinen Körper denkst. Und das sind jetzt wieder so Sachen, jetzt sage ich Schnipp und jetzt denkst du an deine Beine und wackelst mit den Zehen an den Beinen. Wo waren die ganze Zeit? Haben die Beine existiert, die Zehen existiert, hat überhaupt dein Körper existiert, bevor ich den so massiv angesprochen habe? Hängt jetzt ganz bewusst ab, wer du bist. Und das kannst du nachvollziehen. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Und jetzt haben wir hier diese Rauchmelder, natürlich wieder das Geheimnis unserer Sprache, ist definitiv, da haben wir zuerst einmal unseren Ruch. Das ist jetzt, ich schreibe extra Rot, R, Geist. Zeige das nochmal schnell an, weil dieses Wort Ruch, das Rauch, kann ich auch Rauch aussprechen, das A vokalisiert, ist zuerst einmal die Hauptübersetzung Geist in Rot und dasselbe Wort heißt auch Wind in Blau. Das sind die vier Weltgegenden. Mhm. Das ist dieses ganze Tetraederspiegelzeug. Mhm. Da muss ich jetzt nicht drauf eingehen. Wichtig ist immer das, da heißt es, ein symbolischer geistiger Kopf, das bist du Geistesfunken, im Geist verbunden, vereinigte Kollektion. Das ist alles, was du aus deinem Programm generierst, das ist der rote Ruch, das ist der Geist. Und in dieser Apokalypse heißt es, der Wind weht und keiner weiß, wo er herkommt und wo er hingeht. Das heißt, der Geist. Wo kommt Geist her und wo geht er hin? Mhm. Geist kommt nicht und er geht nirgendwo hin, darum heißt es der Wind.
Und der Wind, das himmlische Kind, da ist nämlich dieser doppelt aufgespannte Intellekt, ist die existierende Öffnung, das ist eine Gedankenwelt. Ja. Aber das Ganze spielt sich eben in unseren Einheitskreis ab, beziehungsweise in diesen Ruck, in diesen vier Weltgegenden, in dem Tetraederspiegel, in dieser Tetraederspiegelstruktur, wo das ganze GE-Quadrat wird jetzt räumig. Das wird der Raum des göttlichen Geistes. Das ist, ist auch in vielen Sachen die vier Himmelsrichtungen. Die vier Himmelsrichtungen sind nicht Norden, Osten, Westen, Süden, sondern es ist definitiv die vier Seiten, These, Antithese, Synthese plus der rote Synthesespiegel in den Tetraederspiegelstruktur. Ja. Da weiß keiner was. Darum heißt es im PL auch, bereit machen, im Spiegel zu Spiegelungen machen. Mhm. Und dann ist es ein Z-Waff-ischen Raum. Dieses Z-Waff ist Befehl, zwei Fällen immer wieder, das ist Wellenberg und Wellendoll in einer einseitigen Sichtweise. Das ist tausendmal durchgekaut und auch hier sage ich wieder, wenn du das jetzt das erste Mal hörst, hast du keine Chance, das zu verstehen. Wir haben natürlich dann auch den blauen Ruch, dann ist es, diese persönlichen Berechnungen sind immer aufgespannte Facetten einer Kollektion, die du dein Intellekt nennst, mein Wissen. Aber dein Wissen ist ein Nichts im Vergleich zu dem gesamten Wissen, das in dir drin ist. Weil du dir ja sehr viele ausdenkst, die angeblich was wissen, von denen du nicht das Geringste weißt. Und wenn du jetzt ein träumender Geist bist, das ist der Schlüssel. Muss dir klar sein, dass egal wer in deinem Traum auftaucht, sobald irgendwer irgendetwas erzählt, erzählt er das, weil du das jetzt träumst. Ich klicke jetzt da einfach einmal hin. Da geht es dann schon los mit den großen Professoren. Ein ganz toller Typ, der übrigens Roth heißt, da unten, Gerhard Roth. Da haben wir schon rot Haar. Der Witz ist, als Neurologe oder Gehirnforscher, wie das Gehirn die Seele macht. Das ist die große, große Trugschluss. Im Anfang war die Materie. Ein tiefgläubiger Materialist. Und wenn du irgendwann einmal lange genug Holofeeling studiert hast, wirst du solche Videos nach 2-3 Minuten abschalten. Genau. Weil du merkst, dass die Figur, die du dir jetzt ausdenkst, dasselbe gilt natürlich auch, wenn der real auf deiner Verabrede wäre, dass die ganz unbewusst so auf der einen Seite sagen, irgendwie ist alles ganz anders, was wir in unserem Gehirn sehen, kann da außen gar nicht so sein. Aber man hat ja in der Vergangenheit, der hat vor ein paar hundert Jahren das entdeckt und dann die großen Philosophen, der hat das gedacht und er merkt gar nicht, dass alles, was er jetzt denkt, aus ihm selber kommt, nämlich aus dem Wissen, das er geistlos nachäfft. Ja. Das ist hundertprozentig sicher, egal wer du bist. Was du denkst, ist, bevor du es denkst, schon in dir drin. Und durch dieses brutale Verdrehen der Kausalität, auf den Kopf stellen der Kausalität, dieser tiefe Glaube, da außen ist ein Universum, eine Welt, die war schon da, bevor es mich gegeben hat. Mhm. Es ist die absolute Entgeistigung eines Geistes, der in dem Wahn lebt, zu glauben, seine Gedanken, die er denkt, egal wo er die räumlich oder zeitlich hindenkt, dass er mit diesen Gedanken, diesen Informationen nichts zu tun hat, dass die schon da außen waren oder jetzt irgendwo da außen sind, auch wenn sie nicht gedacht werden. Wir können das einmal umdrehen, wenn wir sagen, du Geist, du träumender Geist bist ein Computer. Ich sage dir jetzt, was die Naturwissenschaft glaubt. Die Naturwissenschaft glaubt, da läuft eine offene Welt. Diese offene Welt, die auftaucht in Einzelbildern auf dem Bildschirm, die ist die Ursache für die Datei im Arbeitsspeicher, die die Bilder aufwirft. Ja. Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Ja. Im Anfang ist zuerst einmal das Programm, die Kollektion im Arbeitsspeicher, die in Form von Einzelfacetten auftaucht auf dem Bildschirm. Und man denkt sich jetzt, all diese Bilder sind da außen, auch wenn ich die nicht denke. Und wir Wissenschaftler sind jetzt so weit, dass wir das am Computer simulieren können in Form von Programmen. Das ist wie wenn du jetzt an eine Mutter, an eine Trockennasen auf ihn denkst, du Geist wohlgemerkt, du bist der, der denkt. Und du glaubst, diese Mutter, die du jetzt denkst, ist die Ursache, dass es dich überhaupt gibt. Das ist doch ein Gedanke von dir. Du doch erschaffst doch den Gedanken, egal was du erschaffst. Es ist immer eine Reaktion auf Reizauslöser. Mein Klingelingling-Beispiel. Jede dieser kleinen Facetten ist unendlich tief. Schauen wir mal schnell. Wir gehen davon aus und das Modell hat... Wir gehen davon aus. Das ist, wir Physiker wissen ja, wir Neurologen wissen ja. Zwischen
weltweit guten Anklang gefunden, dass es drei Ebenen dieses limbischen Systems gibt, auf denen ganz unterschiedliche Prozesse des Seelischen, des Psychischen ablaufen. Und dass das diese Kenntnis... Ihr müsst jetzt wissen, dieser Professor ist wie unser Professor Lesch oder ein Medizinprofessor, das ist jetzt ein Neurologe. Was er jetzt erzählt, ist geistlos nachgeäfftes Wissen aus seinem Studium. Ja. Und ich sage jetzt, zu allen Zeiten, die du dir denkst, wurde was anderes an Universitäten erzählt. Genau. Und alles Wissen, wenn wir jetzt ein bewusstes Zeitfenster aufspannen, zu alle Zeiten haben diese Professoren in dem Wahn gelebt, das Wissen wäre schon endgültig. Da geht es jetzt dann um das limbische System. Das können wir uns nachschauen, den Limbus. Ja. Das ist natürlich ganz interessant. Das Zeug setzt sich jetzt in einem ganz anderen Bereich fort. Äußerst wichtig ist für die Psychiatrie und für die Psychotherapie. Die Seele, in diesem Sinne, wie ich es definiert habe, beginnt ganz innen und... Das heißt, die Seele ist ein Produkt des Gehirns. Der Geist, der sich was ausdenkt, ist ein Produkt irgendeines Gedanken, den du Gehirn nennst. Wir haben wieder das Umdrehen der Kausalität. Genau. Ich habe früher mal das Beispiel gebracht, wir denken uns, es wird ein Haus gebaut. Mhm. Da kommen die Arbeiter, die bauen das Haus, es wird Keller gelegt, es werden die Mauern aufgebaut, dann wird das Dach gestellt, die Zimmerleute bauen den Dachstuhl drauf und dann stellt man einen kleinen Christbaum um drauf und feiert sogenanntes Richtfest. Das ist ungefähr so, wenn du feierst, jetzt kommt der Architekt ins Spiel. Genau. Der Architekt ist schon da, bevor die anfangen, den Keller auszuheben. Ja. Es muss zuerst einmal ein Konstrukt, eine Architektur da sein. Und ich kann doch nicht sagen, in dem Moment, wo das Haus einigermaßen fertig ist, entsteht der Architekt. Okay. Das heißt, der Gedanke, zuerst ist Materie, heißt zuerst einmal ein Gedanke. Und der Denker, der Geist, der sich das ausdenkt und das erlebt, was er sich ausdenkt, ist ein Abfallprodukt mehr oder weniger dieses Gehirns. Genau. Das heißt, nach Jahrmilliarden materielle Entwicklung, geistlos materielle Entwicklung, ist irgendwann einmal in irgendwelchen Trockenhausen auf dem Gehirn in Geist entstanden. Das nennt man Seele. Das ist Materialismus. Ja. Und jetzt ist natürlich, dass ich immer wieder sage, all diese schönen Wörter, der Corpus Callosum, der Thalamus, all diese schönen Wörter, das ist das Schlafzimmer. Ja. Schlaf, Z im Meer, eine Schlafgeburt, in dem der immer ist. Da entspringt es. Und ich habe oft darauf hingewiesen, dass deine Sinnesorgane, die du dir denkst, die Rezeptoren deiner Sinnesorgane, offiziell hast du 5 Sinnesorgane. Da gibt es viele schöne Beispiele, wo ich sage, das entspricht zum Beispiel jetzt Religionen. Die Rezeptoren deiner Sinnesorgane, das heißt, die Rezeptoren der Stäbchen und Zäpfchen in deinen Augen. Das sind Rezeptoren auf deiner Hautoberfläche, die Geschmacksknospen auf deiner Zunge, die kleinen Wurzelhärchen in der Cochlea, die praktisch hier aus Schallwellen elektrochemische Signale produzieren. Von diesen 5 Sinnesorganen gehen 4 Stück in den Thalamus, in das Schlafzimmer. Und ein allereinziger, nämlich das sogenannte Geruchssinn. Der Geruchssinn, der geht direkt ins limbische System. Das ist kein Zufall aus einer Jahrmilliarden Säugetier-Trockennasen auf Entwicklung, sondern das ist ein exakt programmierter Code, ein symbolisch-metaphorischer Code von Holophilie. Das ist also hier, wenn wir schon das Lym machen, der Geruch geht sofort ins limbische System. Das heißt, das ist einmal zum Meer. Er gehört zurück. Ruch, die 4 Weltgegenden fallen zusammen in einem Bund. Das ist die Rückkehr zu El Hayom. Das ist das sogenannte Lichtmeer. Wirst du, wenn ich OB, meinen Him ML, das ist das Meer, ist ein gestaltgewordener Gott. Für dich, Geistesfunk, öffne, ohne Angst zu mir zurückzukehren. Was jetzt natürlich hier sehr symbolisch gedacht ist, du kannst nicht wo zurückkehren, wo du schon im Meer bist. Genau. Du bist als Geistesfunk wie ein Tropfen, der aus dem Meer herausgeschleudert wird. Und du wirst da oben
in dieser ausgedachten Gedankenwelt wirst du nicht lang bleiben, du wirst wieder zurückfallen. Und jetzt hast du als Tropfen eine panische Angst, zurückzukehren, wo du herkommst, wo dein minimaler Nanopartikel bist, einer Unendlichkeit, von der du Angst hast. Mhm. Weil du dir denkst, wenn ich jetzt wieder in dieses göttliche Meer hineinfalle, dann gibt es mich ja nicht mehr. Doch, dann bist du wieder das Meer. Genau. Dann wirst du wieder eins mit dieser Ganzheit, die du nie verlassen hast. Das ist das große Geheimnis. Und dieses Lymp, und jetzt haben wir Be-Ish, jetzt kommt es in diesem Meer, wenn du zum Meer zurückkehrst, wirst du feststellen, dass da Polaritäten, Ish, Be-Ish, wir wissen das ja, dass wenn in mir eine blaue Logik ist, außerhalb von mir ein Intellekt ist, was mir logisch erscheint, dann werde ich böse, krank, dann ist das schlecht für mich, wenn man das blau liest. Mhm. Das ist dieses auch im Ischen, Lymp-Ischen, Ich-En. Das ist immer diese Endsage. Das heißt, jetzt fängst du an zu alternieren und das heißt eigentlich einschlafen, einschläfern, schlafen sein. Du fängst an zu schlafen und zu alternieren. Das heißt, du fängst an zu träumen. Genau. Das ist das ganze Spiel. Sehr einfach. Ich habe jetzt nur ein bisschen an, den habe ich jetzt extra nur rot gemacht. Darum sage ich, das ist rot. Der Rote erwacht in dir. Das ist dieses JCH. Und jetzt haben wir natürlich hier den Melder. Den mache ich jetzt einmal bewusst blau. Da habe ich ML. Das ist einmal zuerst das Wort Untreue in Bezug auf IUPs Gesetze. Wir können uns, wir können das auch immer rot schreiben und noch anders. Das ML gibt es noch andere Möglichkeiten. Ich habe jetzt extra das gemacht. Das heißt jetzt Pflichthandeln oben, immer wenn du kreisend polar bist, da du ja immer nur eine Seite beachtest, bist du pflichtwidrig, du entheiligst dich, du unterschlägst permanent die andere Seite. Du sagst, jetzt ist es hell. Ja. Obwohl, nochmal, in Bezug auf dein heliozentrisches Weltbild, wenn du dir das jetzt ausdenkst, auch im selben Moment im Hintergrund die dunkle Seite ist. Genau. Und wenn du dir eine Erdkugel jetzt vorstellst, schau mal bitte das kleine Bild unten an, dann garantiere ich dir, dass hier hell ist und hier ist dunkel. Und hier ist arktische Kälte und antarktische Kälte und hier ist Wüstenhitze am Äquator. Und hier scheint die Sonne und hier regnet es. Alles gleichzeitig. Wenn du das als eine Kollektion mit verschiedenen Perspektiven betrachtest, die immer gleichzeitig sind. Es ist auch nicht zuerst der Hängel rechts, sondern der Hängel links. Es ist das Problem des chronologischen Denkens, wenn du Einzelbilder abrasterst. Wenn du Einzelbilder abrasterst, wirst du feststellen, dass diese Einzelbilder auf der Datei wiederum, wenn die nicht in Einzelbildern zerhackt wird, alle gleichzeitig da sind. Ja. Selbst die Bilder von einem Film und die Geräusche, die beim Abspielen eines Films entstehen, sind auf der Datei im Arbeitsspeicher alle gleichzeitig. Das ist die Gleichzeitigkeit aller Dinge. Und was auftaucht, taucht immer jetzt auf. Es ist so unendlich simpel, wenn man es einmal verstanden hat. Ja. Stimmt oder stimmt? Ja. Und du bist dann untreu. Und du veruntreust dein eigenes Wissen in einem gewissen Maß, weil du meinst, du hast mit dem, was du um dich herum in Raum und Zeit verstreust, nichts zu tun. Ja. Und jetzt sage ich, jetzt denkst du dir einfach einen Mars und du denkst dir auf dem Mars ein grünes Marsmännchen. Wo kommt der Mars her und wo kommt das grüne Marsmännchen her? Und wieso sind jetzt die? Und wo sind sie? Sie sind hier und jetzt in deinem Kopf, weil du sie denkst. Ganz klar. Ja. Und du kannst dir die auch ausdenken. Du kannst dir auch Politiker ausdenken. Und du kannst dir Corona ausdenken. Aber es existiert nur in dem Moment, wo du es denkst, hier und jetzt in deinem Kopf. Das ist hundertprozentig sicher. Und ob du das wahrhaben willst oder nicht, in dem Augenblick, wo jetzt irgendeiner in dir auftaucht und dir versucht, das auszureden, bäumt sich dein eigenes Ego auf. Dann kommst du wieder in den Zweifel. Das ist übrigens, der Zweifel ist der Teufel, sagt der Udo immer. Ja. Und das ist jetzt, darum hast du hier im verborgenen Wert die 144, 144 ist der Adam. Ja. Über die 37, 73 muss ich jetzt gar nicht reden. Das ist sehr... Das geht sehr tief. Und Gott, das Meer sprach, es werde eine Ausdehnung, die sogenannte Rakia, inmitten des Wassers. Das ist die Sphäre. Das ist sehr viel. Ich kann jetzt auch Wellenberg und Wellendal, ich kann es auf eine Kugel beziehen, dann ist es die Peripherie. Peri, um mich herum, Peri, ich trage etwas um mich herum. Das nennen wir übrigens auch Corona. Genau. Der Lichterkranz. Inmitten des Wassers, da steht B. Doktik, der Mittelpunkt, das ist wichtig. Waff, J kannst du austauschen. Von dem Wasser, das Wasser. Und sie scheiden das Wasser blau von den Wassern.
Ein positives Wasser und ein negatives Wasser ist was Ausgedachtes. Beide zusammen sind das große Wasser. Das ist aber kein Wasser mehr, das ist Null. Mhm. Und Gott, das Meer, macht dir eine Ausdehnung und Schiet, ganz interessant. Schi ist das Geschenk, ein logischer Intellekt und Ed, wir können das immer rot und blau lesen. Ja. Das Wasser, welches unterhalb der Ausdehnung des Meeres und welches ober, kreisend, ballon, oberhalb ist. Die Ausdehnung selber ist zuerst einmal eine horizontale. Jetzt in unserer Metapher ist es der Wasserspiegel. Und dieses oberhalb, das ist vom oberhalb, halb, kreisend, ballon, erweckt, BR ist übrigens das Äußere. Die Radix BR im Hebräischen. Das heißt, dieses Kreisende weg, die jetzt habe ich diese zwei, ein ausgedachter Mittelpunkt, um den was rumkreist. Weil wir uns ja eine Nulllinie denken, ein Oberhalb und ein Unterhalb denken. Aber bei all diese drei Dinge, könnte Synthese, Antithese, Synthese, ist eine ausgedachte Mittelpunkt. Haben wir das gespiegelt nochmal in uns selber? Das ist immer zwei, waren zwangsläufig dann automatisch vier, wenn wir das symmetrisch machen. Das steht in dem Vers schon drin, wenn man das ein bisschen mit der Vordersprache anschaut. Auf der Zahlenebene war das wirklich der Sinn, arithmetische Formel eines Matrixprogramms. Ja. Also das war jetzt nur dieses, die Untreue in Bezug auf IOBs Gottesgesetze, das beginnt mit dem ersten und mit dem zweiten Gebot. Mach dir kein Bild von dir selbst und mach dir kein Bild von irgendwas. Da droben im Himmel oder da drunten auf der Erde, Erde hast du weg, das Wissen hebräisiert. Und dann kommt nochmal dieser, wir sind Rauchmelder, und dann haben wir natürlich noch DR, unsere Generation, ich schreibe jetzt Mech, heißt übrigens hebräisch Gehirn, Ani, das ist ein blaues Ich, ein Konstrukt, werde Interpretationsprogramm, Kurzform für Intellekt und Ich, ich habe jetzt Ani, Ich, Ich ist immer, es taucht auf, es existiert, es ist da. Das ist generiertes Gehirngeschwätz. Es ist dein eigenes generiertes Gehirngeschwätz, ich nenne das immer Hirnwichserei. Wir sind das Land der Rauchmelder. Das ist jetzt hier, das statte ich bei 393 ein. Das heißt, wir haben einen Spiegel und die Reihe hüben und die Reihe drüben. Ja. Das wäre jetzt hier in der Mitte, müsstest du eigentlich die rote Wand setzen. Ja, genau. Wenn wir das jetzt symbolisch nehmen, jetzt für den Redner, der die Updates dann umsetzt. Ja. Und jetzt habe ich jetzt nur einen dieser 9, diese 393 Werte, da heißt es hier, und ich. Das ist diese Radix vorne, und ich schnaubte, lechzte, und ich schnappte nach Luft, und ich sehnte mich, und ich begehrte lebhaft. Was begehrst du eigentlich? Den Atem, ATM, da kommt das Wort Atom, das Unteilbare. Ja. Darum habe ich das E als Vokal hier so geschrieben. Ja. Das ist dieses, die Radix von Atom. Da sind wir sehr oft drauf eingegangen. Das ist das Vollkommenwerden. Ihr, das steht jetzt ihr, das kommt in der Bibel mit vor. Schau mal, da haben wir eine schöne Spiegelung und da haben wir die Wahrheiten. Die kann man rot, die roten Wahrheiten, die sind dieses 0,0, das Unendliche in der Mitte plus 1, minus 1. Mhm. Und da ist es natürlich, dass diese Vorsilbe, dieses Ich, das heißt immer imperfekt, ich werde TM, das ist das Atom. Ich werde TM. Und jetzt kriegst du hier zuerst einmal eine Einfalt, eine Frömmigkeit, eine Ganzheit, eine rote Glückseligkeit. Die Spontanität ist Ani, Spon. Immer dran denken, das sind Wellen, die dein Ani aufwirft, aber jetzt nicht mehr irgendwie einseitig kämpferisch, sondern man nennt den, wenn dich die Ideen, wenn die in dich einfallen. Spontan handeln heißt unüberlegt handeln. Es taucht einfach was in dir auf und du haust es raus. Ja. Dann kann ich dich inspirieren. Ja. Die Unbefangenheit. Etwas aussagen, was dir jetzt in den Sinn kommt, ohne irgendwie Angst zu haben, dass du wo aneckst. Mhm. Das führt dich in die Vollkommenheit zurück, in die Vollkraft deiner geistigen Vollkraft. Du hast keine geistige Vollkraft, wenn du mit einer einseitigen Logik arbeitest. Ja. Da kriegst du jetzt das Elef, die 1000. Und im Hintergrund ist Atbaschwert gespiegelt, das Ei, der Schöpfergott, der nichts ist. Voller Wert, immer seien die 86. Mhm. Das ist das Spiel. In der Vollkommenheit treffen die Zeichen
und die Wasser, das heißt gestaltgewordenes geistiges Meer, zusammen. Die Zeichen stimmen immer mit den oberhalb auftauchenden Zeitfluss der wogenden Oberfläche. Von El Hayom, Gott das Meer und dessen Selbstbeschwörungen. Das ist El Hayom, das ist die Beschwörung. Diese Selbstbeschwörungen, jetzt sind wir wieder bei dem Beschwören. Also ich könnte jetzt hier, um das ganz klein fertig zu machen, das ist jetzt, wird jetzt klar, wenn ich das laufen, dass diese Mehrheitsstimmung ist eine kybernetische Schleife. Und jetzt solltest du dir die Frage stellen, wir wollen das nicht länger fertig machen. Wenn du jetzt was glaubst und äußerst, jetzt frag dich einmal ganz selbst, kann ich das ohne eine in Meinheit zu schwören, beschwören? Was willst du mit Menschen, die wirklich elementare Kenntnisse von Worten nicht wissen? Ich sage, lass uns nicht streiten, lass uns in ein Wörterbuch reinschauen. Das Reden in deiner Welt, Brösel, die in dir auftauchen, entweder sinnlich wahrgenommen auf deiner VR-Brille oder meistens ja nur auf irgendeinem Monitor oder einem Fernsehbildschirm. Die reden immer wieder von Fakten. Wir müssen an die Fakten halten. Geistlose Schwätzer, frage mal irgendjemanden, was das Wort Fakten bedeutet. Genau. Und da wirst du feststellen, wenn einer nicht reagiert, dass ich jetzt sage, ein Faktum ist eine hier und jetzt unmittelbar, hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Ein Faktum ist, dass du jetzt etwas denkst. Genau. Wo kommt es her, was du denkst? Es kommt erst einmal aus dir. Mhm. Und wie kommt es in dich rein, von außen? Nein, von einer noch tieferen innen, wenn du in der Transversalen bist. Mhm. Das Faktum besteht immer darin, dass du jetzt einen Gedanken, eine Vorstellung oder eine sinnliche Wahrnehmung in dir aufbaust, das hast du auf die Verabredete wurzt. Das ist das Faktum. Und nicht, dass das, was du jetzt denkst, unabhängig von dir da außen existiert oder schon in der Vergangenheit passiert ist oder da war, bevor du es gedacht hast. Mhm. Wenn du ein träumender Geist bist und du bist ein träumender Geist, ist alles, was in dir entsteht, was zu existieren beginnt, existiert immer hier und jetzt, es taucht jetzt auf und wird jetzt vernichtet. Und du ziehst es immer zeitlich, gedanklich in die Horizontale. Ich sage, wenn du das bewusst machst, ist das okay. Es hat nie in der Vergangenheit einen Jesus gegeben. Es gibt daraus noch keine Erdkugel, auf der du dich befindest, weil du ja hundertprozentig sicher bist, dass dein Körper auch dann existiert, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Sonst wird es dich Geist ja nicht geben. Ist logisch, aber nicht besonders geistreich. Ja. Und du solltest irgendwann einmal den Mut haben, rot gelesen, dass du dich mehr auf das verlässt, was 100%ig sicher ist. Das heißt, dass du dich auf das verlässt, was der Erste dir jetzt erklärt, wie auf das verlässt, was dir logisch erscheint. Seit jetzt ausgedachten Zeitfenster 25 Jahren predige ich die Geschichte vom Ersten und Zweiten. Oh. Ich sage, ich bin der Erste. Sachemin, Jesus, Buddha, nenn mich, wie du willst. Ich nenne mich am liebsten, ich bin du. Ich bin nämlich der, der sich jetzt das ausdenkt. Wer denkt sich die Mühe jetzt aus? Ja, ich. Jetzt sind wir wieder mit unseren Vieh-Ichs. Welche dieser Vieh-Ich meinst du denn? Genau. Meinst du den Körper, an den du denkst, wenn du Ich sagst? Meinst du deinen Intellekt? Oder meinst du dich selbst rotgelesen? Und du wirst feststellen, das eine gibt es nicht ohne das andere. Es gibt prinzipiell überhaupt nichts, was in dir auftaucht, ohne das andere. Aber was ist das andere? Das ist wie, es gibt keine Diapositivs ohne Dianegativs. Es gibt keine Bilder auf dem Bildschirm ohne ein Programm im Arbeitsspeicher. Es gibt keine Gedanken in deinem Kopf, wenn du kein intellektuelles Wissen besitzt. Den Zustand hast du zum Beispiel jetzt, wenn du schon eine Trockennasenaffe bleiben bist, ein frisch abgenabeltes Baby. Was weiß das alles? Doch gar nicht. Das braucht erst Input. Aber da kommt nichts von außen. Das ist ja dieses Verrückte, dass man sich so entgeistigt hat mit dem Wissen seiner Lehrer und seiner Erzieher und meint, es ist alles hundertprozentig sicher bewiesen. Und jetzt ist immer, drum wiederhole ich diese Sachen nur für dich, nicht für Menschen, die du herausdenkst. Das Herzlose, wenn ich sage, die Menschen, die mir am Arsch vorbeigehen, kann ich sagen, die Gedanken, die du denkst, sie mir wascht. Aber das wäre schon wieder eine einseitige Aussage. Dann jetzt bleiben wir von der Bröselebene, wenn du den Udo kennst, wieso bemüht er sich so, dir deine geistigen Augen zu öffnen?
Das ist aber immer mit dem Hintergrund, ich erkläre es den Geist, der mich ausdenkt. Aber das ist wieder eine andere Form von Egoismus. Mich als Udo wird es ja gar nicht geben, wenn du mich nicht denkst. Ja. Das ist übrigens alles hundertprozentig sicher. Man muss ein vollkommen neues Denken benutzen, um das sich klar zu machen. Und du wirst so verwirrt von Bildern, wenn jetzt wieder irgendwelche auftauchen und die erzählen, die Krankenhäuser sind voll, dass dir bewusst wird, wie Angst du noch um diesen Körper hast, weil du, wie tief das noch in dir verwurzelt ist, dass du meinst, du bist dieser Körper und ohne diesen Körper wird es dich nicht geben, obwohl das die einfachste Erkenntnis ist überhaupt, dass du auch ohne deinen Körper da bist. Genau. Das, wie ich immer sage, dein Körper sind deine ständig wechselnden Informationen. Das ist das höhere Bewusstsein. Und auf der Ebene der normalen Menschlichkeit, die jetzt läuft, ist lässig mit Holofeeling unangetastet. Ich spiele dir den Traum eh ein. Ich sage, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden. Ich mache deine Welt um dich herum, mache ich zu einem Feuerherd. Glaub es mir. Ja. Da geht es nicht darum, dass man jetzt die Politik stürzt. Das ist der vorgelebte Wahnsinn von allen Seiten. Von den Corona-Leugnern, ich mache keinen Unterschied zwischen Querdenkern und zwischen offizieller Mainstream-Meinung, weil die einen plappern die Perspektive nach und die anderen plappern die noch. Ich weise dich immer wieder darauf hin, schau, wo du positiv resonierst und wo du negativ resonierst. Dann wird dir deine eigene Einseitigkeit bewusst. Das Spiel, das ich mit dir Geistesfunk spiele, ist ein ganz intimes, ein privates Spiel. Das hat nichts mit den Menschen um dich herum zu tun. Wobei du irgendwann einmal das dann auch zu leben anfängst in deiner Rolle. Dass du das einfach nicht mehr kannst. Das ist die Widersprüche, die ich dir einspiele. Das ist scheiße, ach du, man muss ich dir überhaupt noch einspielen, bis du das merkst, dass das nur geistlose Kreaturen sind, die einen wie die anderen. Das ist jetzt auch hier, wenn du das Gesitze, wenn die über Politiker herziehen, all das, dass sie das Vater streichen, dann lächelst, man kann ja fast nur noch drüber lachen, was die jetzt machen. Aber wieso macht denn keiner was? Du musst zum Wählen gehen. Da kommt immer, du musst zum Wählen gehen, wen sollst du wählen? Ich sage, der hängen, erschießen, Giftspritze, Gaskammer ertränken. Wenn dir die doch alle zuwider sind. Genau. Weil die alle einseitige Ziele anstreben. Aber alle letztendlich dasselbe Ziel anstreben, wir wollen an die Macht. Und dass die Sozialität, die Brüderlichkeit, ob wir das jetzt DDR, Sozialnationalisten nennen, egal wie du das nennst, diese Sozius. Dass das nicht funktioniert, das zeigt dir wieder deine hier und jetzt ausgedachte Vergangenheit, weil du wirst plötzlich feststellen, dass dann welche immer wieder dasselbe, das sind irgendwelche, die die Macht an sich reißen. Ja. Allen voran, was Kirchen sind. Das personifizierte Böse ist wirklich die offizielle Kirche. Ja. Wenn du jetzt in deine Geschichtsmärchenbücher reingehst, nur dieser Fall der katholischen Kirche, ja. Der Fall, eine Falle, ja. Dann wirst du feststellen, dass es zu allen Zeiten nur um Geschachere zwischen der Weltlichkeit und den Kirchen gegangen ist, um Machtzuteilung und um Geld. Mhm. Es ist noch nie bis zum heutigen Tag um irgendwas anderes gegangen. Der klassische Franziskaner, meine Sache mit den Franziskanern und den Jesuiten, wenn man Lateiner ist, wer hat den richtigen Glauben? Die Welt verbessern wollen, die das Gute verbreiten. Diesbezüglich ist die USA vollkommen jesuitisch geprägt. Wir bringen euch Frieden, wir bringen euch Demokratie. Die größte Verlogenheit, die es überhaupt gibt. Und jetzt daran denken, da außen ist nichts. Cut. Es sind hier und jetzt deine Gedanken. Da außen ist auch keiner schuld. Solange du in dem Wahn lebst, dass du dir jetzt etwas denkst, ob das Menschen sind, ob das Organisationen sind, die daran schuld sind, entmachtest du deinen eigenen Geist. Zum Abschluss, die Frage, wer ist schuld, ist die Frage, wer hat es gemacht? Wer ist dafür verantwortlich? Ich. Stilles Eingeständnis und Schweigen. Genau. Und Schweigen wissen wir, die Stille und das Schweigen ist der Adam. Mhm. Der Adam ist der Beobachter, der sich selbst beobachtet, wie er träumt und wie er werdet und was er sich alles ausdenkt. Das ist der Adam. Das ist das Spiel des ewigen Lebens. Jetzt lassen wir es gut sein, Bredo. Danke. Für was? Super. Für das, dass du mir das jetzt denken ließ? Hat der Redo mich jetzt das denken lassen? Oder denkst du dir jetzt an Redo aus? Denkst du dir an Udo aus? Du denkst dir doch alles aus. Klar. Du meine ich nicht den Redo. Ich meine nicht den, der jetzt vom Computer sitzt. Ich meine den, der mich jetzt ausgedacht hat.
der sich in Reno ausdenkt, der sich die Welt ausdenkt, der sich die Politiker ausdenkt, der sich ein Urknall ausdenkt, der sich ein heliozentrisches Weltbild ausdenkt. Es ist doch alles auf dem Mist deines Intellekts gewachsen. Es ist extrem fehlerhaftes Wissen, glaube es mir, extrem. Das Wissen einer Schimmelpilzkolonie. Es ist nicht mehr Elayon, aber viel weniger. Geistlos nachgeäfftes Wissen. Das ist das, was du mein Wissen nennst. Wie wäre es einmal mit selber denken? Dazu musst du inspiriert werden. Jetzt brauchst du dich. Da ist nicht der Udo da, sondern da tauchen plötzlich vollkommen neue Gedanken in dir auf. Ich könnte jetzt auf der Brösel-Ebene übrigens sagen, was einige Geistesfunken, die hier seit 20, 25 Jahren studieren, die haben jetzt mit den letzten Selbstgespräche solche Heurekas gekriegt. Jetzt könnte ich nur sagen, die sitzen da und sagen, Udo, das ist der Wahnsinn, ich war vor 20 Jahren im Almener. Ich fange jetzt an, diese Worte erst zu verstehen, obwohl das eigentlich im ersten Moment, beim ersten Mal hören, habe ich geglaubt, ich habe es verstanden. Ja. Ich sage, schau mal, was du für eine Odyssee hinter dir hast, die letzten jetzt ausgedachten 20 Jahren, weil du es nicht verstanden hast. Das Leben würde dich eines Besseren belehren. Glaub es mir, du kannst auf dich einprügeln bis in alle Ewigkeit. Ich kann dir nur eins versprechen, wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du ewig. Das heißt, ich drohe dir nicht, dass ich sage, du musst das und das tun, dass du ewig bist. Du bist ewig. Du solltest dir Gedanken machen, wie du das dir einrichtest. Und dann geht es nicht darum, dass du dein Himmelreich willst mit guten Menschen und mit Liebe und mit Sonnenschein. Da haben wir schon festgestellt, das funktioniert nicht. Es wird dir nämlich irgendwann einmal diese Einseitigkeit auf den Kopf fallen. Nur immer Liebesfilme. Du wirst immer einen Krimi sehen. Du wirst dich immer gruseln. Wenn du irgendwas nicht haben willst, alles kann Freude machen. Es muss nur die Angst weg sein, dass mir selber was passieren kann. Das ist das Spiel des ewigen Lebens. Und das wirst du lernen mit Holofeeling. Und Holofeeling haben wir die zwei Seiten. Das extrem einfache Erklärung in jeder einzelne Satz. Und die extreme arithmetische Komplexität der Zahlenwelten, wenn ich dir was erzähle im Hintergrund. Ja. Die dich wirklich nicht interessieren müssen. Aber wo du irgendwann einmal extrem neugierig wirst und dann nichts mehr anders denken kannst, weil du fasziniert bist von diesem Spiel in dir der Sprache. Genau. Das ist eine höhere Reifestufe. Das ist immer wieder, wenn ich Kinder, Milch gab ich dir zu trinken, weil du die feste Speise, das Ewige, noch nicht verkraftest. Und Milch, das hebräische Wort Milch ist auch das Wort Weltliches. Ja. Das ist deine Traumwelt. Und irgendwann werden dich nur noch die Chats interessieren, das Chatting. Da ist so viel Wissen. Diese simplen Beispiele, wenn jetzt ein Kind dich fragt, Papa, kannst du lesen und schreiben? Und du sagst, ja, erklär es mir. Und das Kind will jetzt das in 5 Minuten erklären. Wie lange brauche ich bloß, um dir die Buchstaben des ABC beizubringen? Meine ich jetzt in einer rudimentärsten Form, in dieser Urform, was du in der Schule lernst, dass du zumindest einmal aus den Buchstaben dann Geräusche machst, wenn ein Kind langsam zum Lesen anfängt. Und dann kommt diese große Verwirrung, wenn man Fehler mit V schreibt. Weil V und F ist ja das Gleiche. Hört sich gleich an, ist aber nicht dasselbe im Hintergrund. Aber gehört dann irgendwie zusammen. Das ist, wenn ich sage, wenn du Worte hörst, rein in Form von Geräuschen, gibt es so viele Möglichkeiten, das hinzuschreiben und du wirst es immer gleich aussprechen. Und jetzt kommt natürlich, sobald ich eine Einseitigkeit habe, dann geh ins Französische. Dass du oder ins Englische, dass die Worte wieder ganz anders aussprechen, wie man sie schreibt, in unserem Sprachspiel des Deutschen. Und all das hat einen ganz, ganz tiefen geistigen Sinn. Okay, wir sind fertig. Wir sind fertig. Kleines, ich will kurz Hallo sagen. Beschlag nehmen. Kleines. Gut. Ich sage dann gleich Tschüss. Wir haben es jetzt eh. Nicht auf. Sagen.